Deal or No Deal. Klar ist nur, die Gespräche dazu, wie es nach dem Brexit zwischen der EU und Großbritannien weitergeht, sind festgefahren. Großbritannien will in 5 Monaten raus aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Da sollte eigentlich mehr Verhandlungsdynamik im Deal-No-Deal-Spiel sein. Die Rosinenpickerei von britischer Seite war schon immer der ärgerlichste Punkt der britischen Haltung zu diesen Verhandlungen. Ich glaube, Michel Barnier hätte die Gespräche am liebsten schon vor 4 Jahren mit einem klaren Blick auf das, was die Briten wollen, begonnen. Großbritannien will zwar eine Einigung, doch wie die aussehen könnte, bleibt weiter im Dunkeln. Es herrscht eine gewisse Frustration darüber, dass die Verhandlungsführung der Europäischen Union von der Regierung Boris Johnson als eine Art Raufbold-Taktik wahrgenommen wird. Die EU sagt im Grunde, wir sind die große Bestie, wir legen die Bedingungen fest, man muss nur mitmachen. Und das ist etwas, das für die britische Regierung schwer zu ertragen ist. Bei einem No-Deal-Brexit würde der Warenhandel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zum Erliegen kommen. Dazu kämen Zölle auf wichtige Exportgüter wie Autos und Landwirtschaftsprodukte. Aber einige Mitglieder der regierenden konservativen Partei Großbritanniens ziehen es offenbar vor, kein Abkommen mit der EU zu haben, sodass Großbritannien seine eigenen Regeln in Bezug auf Produktionsstandard, Umwelt, Arbeit und Besteuerung selbst festlegen kann. There is a paradox there in that many of those MPs are Es ist paradox, dass viele dieser Abgeordneten die Aussicht, dass die Verhandlungen scheitern, ziemlich gelassen sehen. Und das, obwohl dann die Arbeitsplätze ihrer Wähler in allerhöchster Gefahr sind. Großbritannien droht eine Rezession in vielen Teilen des Landes. Doch das wird im Augenblick keiner hören. Unterdessen ist in Europa, insbesondere in Frankreich von Michel Barnier, der Verlust Großbritanniens in der EU von enormer Bedeutung. Es ist sehr schmerzhaft für die Franzosen, glaube ich, auch wenn sie das Gegenteil behaupten, dass Großbritannien sich von Europa entfernt, weil die Franzosen Europa als den einzigen Weg nach vorne sehen. Deal or no deal, es gibt noch viel Arbeit und die Zeit läuft.